Heute soll es mal wieder eine Reihenvorstellung geben und es soll um diese Reihe gehen, die hier im Hintergrund steht, und zwar Calendar Girl von Audrey Carlin. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Okay, wie ihr wisst, ich bin immer etwas verplant und ich habe mich jetzt wirklich auf diese Reihenvorstellung nicht weiter vorbereitet und überlege gerade, was ich euch wohl am besten jetzt erzählen könnte. Ich fange euch mal ganz kurz an, grob zu erklären, worum es in diesen Büchern geht, denn ich kann zu den einzelnen Folgebänden vom Inhalt her nicht so viel sagen, weil die ja direkt aneinander anknüpfen und ich würde euch spoilern und das wäre ziemlich blöd. Im Großen und Ganzen geht es in diesen Büchern erstmal um Mia. Mia ist angehende Schauspielerin, schlägt sich damit aber mehr schlecht als recht durch und arbeitet in Las Vegas so als Kellnerin und jobbt halt hier und dort, um halt über die Runden zu kommen. Denn sie kümmert sich noch um ihre kleine Schwester Madison, die sie quasi auch mit großgezogen hat und für die sie halt auch die Verantwortung trägt. Denn ihre Mutter ist verschwunden, als sie 10 Jahre alt war und ihr Vater ist ein Alkoholiker, Trinker und Spieler und ja, deswegen hat sie halt auch immer die Verantwortung für ihre Schwester übernommen. Und jetzt ist es so, dass der Ex-Freund von Mia, er heißt glaube ich Blaine, der ist ein Kredithai und Mias Vater hat sich bei ihm 1 Million Dollar geborgt oder wahrscheinlich war es keine Million, aber mit Zinsen und so ein Kram, kommen wir hier auf 1 Million und diese Million möchte jetzt dieser Kredithai zurück. Es ist klar, dass Mias Vater das nicht zurückzahlen konnte und somit haben sie ihn verprügelt und ins Koma gebracht und ja, jetzt steht Mia da und wird von Blaine bedroht. Und er sagt jetzt, ja, die Schulden deines Vaters sind doch deine Schulden, ich möchte von dir jetzt diese 1 Million Dollar zurückhaben oder ihr habt ein Problem. Was macht man in so einer Situation, wenn man eine Tante hat, die eine Escort-Firma besitzt? Natürlich, man geht hin und sagt, hey, Hilfe, ich brauche einen Job. Und so wird Mia von ihrer Tante Millie jeden Monat quasi vermietet an einen anderen Mann, bekommt dafür 100.000 Dollar und kann somit innerhalb von 1 Jahr diese 1 Million Dollar Schulden zurückzahlen, die der Kredithai ihr auch gewährt hat diese Zeit, weil wie soll sie sonst an das Geld kommen? Macht ja gar keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall tut dann Mia als Escort-Girl für ihre Tante arbeiten und sie ist wirklich nur ein Escort-Girl, also keine Prostituierte oder sowas. Also sie begleitet wirklich nur die Männer und ja, musste halt ihre Rollen spielen für was auch immer die gerade brauchen. Und so beginnt Mia ihre Reise und das folgende Jahr, was sie dann alles erlebt, das wird ihr Leben von Grund auf verändern. Und das ist so der grobe Inhalt, worum es in Calendar Girl geht. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich mit Mia so meine Schwierigkeiten hatte als Protagonistin in dieser Geschichte, denn Mia ist ein starker, taffer Charakter, aber, jetzt kommt wieder dieses berühmte Aber, die ist einfach eine Nymphe. Also jeder Kerl, den die sieht, der gut aussieht, den will die sofort bespringen und will mit denen Sex haben und ich konnte das nicht wirklich nachvollziehen. Ja, vielleicht sehen die Typen gut aus, aber ich muss doch nicht gleich mit jedem in die Kiste hüpfen und mir da irgendwas beweisen oder irgendwas. Also die hatte eine Libido, das ging gar nicht. Also das hat mir so überhaupt nicht gefallen. Also die, das war einfach nicht mein Fall. Und die Kerle waren natürlich auch alle sofort scharf auf die, ne? Also die haben die gesehen so, oh mein Gott, ich liebe dich. War jetzt auch nicht so wirklich mein Fall. Also ich glaube, ich bleibe definitiv lieber im New Adult Bereich. Ich hatte es in meinem Weekly Vlog schon gesagt, solche richtigen Erotikbücher sind, glaube ich, einfach nicht mein Fall. Ich brauche dann doch mehr Handlung als Erotik in diesem Buch. Und bei Calendar Girl war es dann zum Ende hin, wurde es dann besser. Da komme ich aber gleich nochmal zu den einzelnen Büchern. Aber ja, also mit Mia als Charakter hatte ich da schon meine Probleme, weil sie halt wirklich so arg auf Sex aus war mit allem und jedem. Und also habe ich nicht so ganz verstanden. Und ansonsten die anderen Charaktere, natürlich haben wir hier noch die ganzen Männer von den ganzen Monaten, wo sie immer dort ist. Und diese Typen sind einfach so utopisch. Also solche Männer, wenn du einen Mann in deinem Leben vielleicht mal triffst, okay. Aber gleich mehrere nacheinander von diesen sagenhaften Typen zu treffen, die nicht nur gut aussehen und Geld haben, sondern auch noch Leute sind mit Werten, die dich als Person zu schätzen wissen, das ist einfach doch ein bisschen zu weit hergeholt. Und was macht mein Hund da im Hintergrund? War nur ein Gastauftritt. Okay, er geht wieder. Jetzt steht er da drüben. Ihr Fein. Jo, leg dich hin, mein Schatz. Wollt ihr mal sehen, wie der liegt? Hat sich unter sein Kissen gelegt. Ja, egal. Kommen wir zurück zur Calendar Girl. Also wie gesagt, diese Männer in diesen Büchern waren einfach zu gut. Das waren einfach zu viele gute, tolle Männer und immer ein Mann, den sie gebraucht hat, egal für welche Situation, der kam dann natürlich auch. Also das war einfach, nee, das war einfach nicht mein Ding. Das war wirklich zu unrealistisch und
viel zu weit hergeholt. Ansonsten von den Charakteren haben wir hier noch ihre Schwester Madison. Die mochte ich total gerne. Die war so genau das Gegenteil von mir. Die war ein aufgeweckter, liebenswerter Mensch und die war auch nicht so sexbesessen wie ihre Schwester. Und ja, dann haben wir natürlich den Vater, der im Koma liegt. Dann haben wir ihre beste Freundin Janelle. Und auch diese Beziehung von mir und ihrer besten Freundin. Sorry, aber wer redet denn bitte so? Ich würde meine Freundin nicht als Hurenschlampe im Telefon abgespeichert haben. Also nur so als Beispiel. Ihr wollt gar nicht wissen, was sie sich dort alles für Worte an den Kopf geknallt haben, wenn die telefoniert haben oder so. Also das hier, sorry, also wenn man unter Freunden auch mal einen Spaß macht und vielleicht sich mal als bitchig oder irgendwas bezeichnet, bitte. Aber nicht Hurenschlampe. Also sorry, da hört es bei mir einfach auf. Also auch diese Beziehung war absolut nicht mein Ding. Und ja, da gibt es natürlich noch den Kredithai Blaine und noch ein paar andere Nebencharaktere, die wir dann im Laufe der Geschichte kennenlernen. Und die Nebencharaktere, muss ich sagen, haben mir an für sich alle gut gefallen. Mit denen bin ich auch sehr, sehr gut zurechtgekommen. Und ja, also von den Charakteren, wie gesagt, Mia war nicht so mein Fall. Ich habe sie teilweise echt gehasst und habe gedacht, boah, bist du eine blöde Bitch, ey. Wie kannst du denn bitte nur so drauf sein? Und dann wollte ich aber auch trotzdem immer wissen, wie es weitergeht. Also das war wirklich so eine Hassliebe, die ich hier während dieser Reihe entwickelt habe. Aber ich muss sagen, es wurde besser. Also der erste und der zweite Band, die waren absolut grausig. Der dritte war dann absolut überzogen und kitschig und total weit hergeholt. Also da hat die Autorin alles reingepackt, was geht. Alles, was man an Ideen hat, was passieren könnte, alles rein in dieses eine Buch. Und der vierte Teil war auch immer noch total übertrieben und kitschig. Aber der hat sich dann mit dem Ganzen, was in diesem Jahr passiert ist, beschäftigt und mit den Nachwirkungen, die da passiert sind, beschäftigt. Und das fand ich richtig, richtig gut und das hat mir richtig gut gefallen und das hat für mich die Reihe definitiv auch gerettet. Also ja, wie gesagt, von den Charakteren kann ich sagen, war sehr gemischt und Mia war nicht so meins und hab die Bücher trotzdem alle gelesen. Also irgendwas hatten sie definitiv an sich. Ja, also wie gesagt, Handlung an und für sich war sehr durchwachsen, wurde zum Ende hin besser. Charaktere war auch sehr durchwachsen. Wie gesagt, wenn dir die Protagonistin von einer Geschichte nicht gefällt, ist das immer so eine schwierige Sache, wenn auch wenn die anderen Charaktere dann alle in Ordnung sind. Was das Setting betrifft, fand ich es richtig gut, denn man hat hier ganz, ganz viele Orte gesehen und kennengelernt und ich fand auch den Schreibstil und die Beschreibungen von Audrey Carlin eigentlich völlig okay. Es war ein ganz einfacher, locker, leichter Schreibstil, was ja bei so Erotikbüchern immer zu empfehlen ist, ne? Die nicht zu kompliziert zu machen, denn sie sollen ja auch locker, leicht zu lesen sein. Und ja, also wie gesagt, vom Setting und vom Schreibstil her kann ich mich nicht beklagen, fand ich richtig gut. Hat die Autorin schön gemacht. Ich komme jetzt noch mal zu den einzelnen Büchern und dann noch mal ein abschließendes Fazit und dann sind wir hier. Das erste Buch, Calendar Girl verführt, ist das Januar, Februar, März. Im ersten Buch geht die ganze Geschichte dann natürlich los. Wir lernen erstmal die näheren Umstände kennen und dann haben wir Mr. Januar. Und Mr. Januar ist Wes und Wes ist ein surfender Beach Boy quasi, der Filme macht und Filme schreibt und ja, Wes ist ein ganz, ganz toller Charakter natürlich, auch wie alle Kerle in diesen Büchern irgendwie auf ihre Weise toll sind und gut sind und liebenswert sind und ja, Mia und Wes verstehen sich total auf Anhieb und es fällt ihr total schwer, ihn Ende Januar dann verlassen zu müssen und lernen im Februar gleich den nächsten kennen und zwar Alec und Alec ist Künstler und sehr, wollte ich obszön sagen, aber sehr, sehr extrovertiert und sehr exzentrisch auch und ja, ist auch so ziemlich das genaue Gegenteil von Wes und mit Alec beginnt sie dann auch eine innere Veränderung durchzuführen. Sie lernt bei Alec mehr über sich selbst und ihre Gefühle zu sich selbst und lernt auch ein Stück weit sich selbst zu akzeptieren, wie sie ist und zu lieben und ja, das alles zeigt Alec ihr natürlich und auch hier findet sie es am Ende schwer, ihn verlassen zu müssen, denn auch zu ihm hat sie eine gewisse Beziehung aufgebaut. Und im März ist sie dann bei einer ganz verrückten italienischen Familie. Und zwar soll sie die Verlobte von Hector spielen. Das Problem hier ist, dass Hector eigentlich nicht auf Frauen steht und es sich aber nicht traut, seiner Familie zu sagen. Und ja, das ist auch eine ganz, ganz süße Geschichte, die in diesem Monat passiert und hat mir auch richtig gut gefallen. Und im März bekommt sie dann Besuch von einem von den ersten beiden Männern und damit verändert sich dann einiges bei ihr. Und sie beginnt Gefühle zu einem von den Männern aufzubauen und kommt damit aber nicht so richtig zurecht und weiß noch nicht so richtig, was sie davon halten soll. Und ja, ich war dann echt gespannt nach dem ersten Teil, gerade mit dem März, wie es denn weitergeht. Deswegen habe ich dann den zweiten Teil auch gelesen. Ich fand den ersten Teil als Einstieg völlig okay und er hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, sonst hätte ich mir den zweiten ja auch nicht gekauft. Aber wie gesagt, Mia und ich
wir sind zwei komplett unterschiedliche Personen. Also im zweiten Buch ist dann ziemlich viel passiert, was ich gar nicht mochte, was mir nicht gefallen hat und was die Story für mich dann auch ein bisschen zerstört hat, sage ich mal. Jetzt nicht zerstört, aber da waren halt so viele Sachen, wo ich dachte, oh nee, das finde ich jetzt doof. Gerade mit in Bezug auf dessen, was vorher passiert ist, fand ich das nicht cool. Im April spielt sie die Freundin eines Baseballspielers. Im Mai ist sie dann auf einem Fotoshooting auf Hawaii, was auch sehr unglaubwürdig ist. Da bucht ein Fotograf sie für einen Modelkatalog und zahlt dafür 100.000 Dollar. Ganz ehrlich, welches Model kriegt denn bitte so viel Geld für ein Fotoshooting? Also da sind wir wieder bei dem Punkt, ich fand das sehr, sehr unrealistisch. Ja, allgemein, dass die Kerle für sie 100.000 Dollar bezahlen für einen Monat. Also, wo sind wir denn hier? Egal, auf jeden Fall, wie gesagt, ab Mai ist sie dann auf Hawaii und im Juni soll sie dann für einen Politiker das junge Babe quasi spielen, weil es irgendwie bei den Politikern gerade total in ist, sich junge Freundinnen zu halten. Und ja, deswegen soll sie da die Freundin eines Politikers passieren und im Juni passiert dann noch etwas, was auch wieder eine komplette Wandlung von der Geschichte mit sich bringt und auch wo Mia sich wieder komplett in ihrer Person weiterentwickelt und verändert und mit den Konsequenzen erstmal irgendwie klarkommen muss und leben muss. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant. Also der Juni hat es dann für mich wieder rausgerissen im zweiten Teil. Und auch hier hatte ich dann das Gefühl nach dem Juni so, jetzt muss ich wissen, wie es weitergeht, verdammte Hacke. Ich hätte die Bücher mir aber selber nicht so schnell gekauft, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sie ja von meinem Freund den dritten und vierten Teil zum Geburtstag mitbekommen. Sonst hätte ich die mir irgendwann mal gebraucht gekauft, irgendwann dieses Jahr. Aber ich habe sie zum Geburtstag bekommen, deswegen habe ich sie jetzt auch gelesen. Machen wir mal weiter mit dem dritten Teil. Der dritte Teil heißt Kalendergirl begehrt. Und in diesem Teil hat die Autorin alles reingesteckt, was man an Plot-Twists und allgemein irgendwelchen Situationen nur schreiben kann. Also das war einfach echt zu viel. Das war echt Overload. Das war... Oh, bitte. Ich habe dann teilweise echt nur mehr den Kopf gefasst und mit dem Kopf geschüttelt und habe gedacht, das kann nicht ihr Ernst sein, dass sie das jetzt auch noch bringt. Ich habe dann mit Annika darüber gesprochen, also die hat die Bücher jetzt nicht gelesen, aber ich habe ihr das erzählt und sie hat auch nur gesagt, so, oh mein Gott, das ist ein bisschen arg viel. Im Juli ist es dann so, dass sie als Tänzerin für ein Hip-Hop-Video gecastet wird und auch hier zahlt der Typ 100.000 Dollar, damit sie in seinem Video mitmacht. Ganz ehrlich? Wer zahlt denn sowas? Naja, auf jeden Fall ist sie dann halt Tänzerin für dieses Hip-Hop-Video engagiert und auch wieder dieser Mann ist der perfekte Mann für diese Situation aufgrund dessen, was dann im Vorfeld alles passiert ist, um ihr zu helfen, um ihr ja aus dieser Krise, die da entstanden ist, zu enthelfen und ja, diese Männer waren in diesen Büchern einfach alle nur zu gut. Ja, also immer wenn sie einen Mann gebraucht hat für eine bestimmte Situation, kam er auch und hat ihr geholfen und sie gerettet. Also wenn wir hier, also nein, wir fangen jetzt nicht wieder mit dem Thema unrealistisch an, es ist total unrealistisch. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, hat sie dann im Juli dieses Hip-Hop-Video gemacht. Im August sollte sie dann die Schwester eines texanischen Milliardärs spielen, der sucht angeblich seine Schwester und ja, da sollte sie die Schwester spielen, damit er sein Erbe bekommt und ja, auch das ist alles zu viel gewesen. Und im August war es dann so, dass sie nach Hause zurückkehrt, weil es Veränderungen bei ihrem Vater gibt und das muss ich natürlich erstmal klären. Und auch hier muss ich sagen, dass der August mir zum Ende hin wieder besser gefallen hat als der Rest vom Buch. Wäre dann zum Ende hin noch dieses eine Ding gekommen, wo ich echt gedacht habe, ist es ihr Ernst? Ist es ihr Ernst? Ist es ihr Ernst? Reicht nicht, was du alles jetzt schon geschrieben hast? Nein, da musst du noch einen draufsetzen und da muss noch was kommen. Also, oh, ich würde es euch ja gerne erzählen, ne? Aber dann spoilere ich euch komplett und das möchte ich nicht. Also, ja, es war einfach, dieses Buch hier war einfach zu viel Handlung. Es war einfach zu viel Handlung und einfach zu unrealistisch und ja, auf jeden Fall war es so, dass faktisch am Ende vom dritten Band mir das ganze Welt auf den Kopf gestellt war. Es hat sich alles geändert. Es ist, in ihrer Familiensituation hat sich einiges geändert, in ihrer privaten Situation hat sich einiges geändert, denn sie hat, wie gesagt, Gefühle für einen von den Typen entwickelt, mit denen sie sich im Laufe des Jahres getroffen hat und mit dem ist sie dann jetzt auch zusammengekommen. Aber mit wem und wie und was, das verrate ich euch natürlich nicht. Und was mit diesem Typen dann noch alles passiert im dritten Teil, weil das ist dann nämlich das, was am Ende vom dritten Teil passiert. Da passiert dann nämlich noch einiges mit dem. Und was, das ist einfach zu viel gewesen. Einfach zu viel.
So, kommen wir mal zum vierten und letzten Teil. Kalender Girl ersehnt Oktober, November, Dezember. Und hier muss ich sagen, dass ich den Oktober richtig gut fand. Also der Oktober beschäftigt sich komplett mit den Konsequenzen und Folgen aus dem September und dem August. Alles, was da so passiert ist und was da für Wendungen in der Geschichte drin waren. Mit all dem beschäftigt man sich hier im Oktober und auch im November noch. Und es ändert sich dann nochmal alles komplett bei mir. Ihr ganzes Leben wird nochmal gedreht quasi und festigt sich dann aber auch und sie findet so ihren Platz im Leben und sie weiß, was sie will und sie weiß, was sie nicht will und sie weiß, wo sie hingehört und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen im Oktober und November. Der Dezember hat dem Ganzen ein bisschen die Krone aufgesetzt, weil man hat dann eigentlich nur darauf gewartet, wann das denn jetzt bitte passiert, was dann im Dezember passiert ist, weil es war klar, dass das noch irgendwie dieser Konflikt noch kommen musste und dass dieser Konflikt in der Geschichte noch aufgeklärt werden musste, was ich einerseits völlig okay fand, aber andererseits war es wieder irgendwie zu viel und zu drüber und zu perfekt. Also, wie gesagt, ich bin mit diesen Büchern echt im Zwiespalt, aber der vierte Band hat mir definitiv von allen Bänden am besten gefallen. Jetzt nicht, weil die Erotik hier unbedingt weniger war, also das würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach die ganze Story und wie das Ganze behandelt wird, was halt gerade mit den Konsequenzen ist, das fand ich richtig, richtig gut und hat mir richtig gut gefallen. Und ja, man kann sagen, dass diese Reihe wirklich mit jedem Band besser wird und dass man die Entwicklung von mir dann auch wirklich sieht von Band zu Band, wie sie sich halt auch weiter verändert und entwickelt und weiß, was sie im Leben will und weiß, wo sie im Leben hingehört. Ansonsten, wie gesagt, im Dezember passiert dann noch diese eine Sache, wo man ja eigentlich schon drauf zusteuert. Und das Ende ist natürlich total kitschig und total überzogen und total romantisch und süß. Und es ist natürlich ein perfektes Ende für diese komplette Geschichte. Man hat dann hinten im Buch auch noch mal wie so einen kleinen Epilog jetzt nicht. Also einen Epilog hat man auch, aber nach dem Epilog hat man noch mal eine kleine Zusammenfassung, was mit den ganzen Charakteren passiert ist, die man im Laufe der Geschichte so kennengelernt hat. Wo stehen die ganzen Leute 10 Jahre später? Und das fand ich wirklich süß, dass die Autorin das reingeschrieben hat. Das hat man ja oftmals nicht, dass man... Also oftmals fragt man sich ja dann zum Ende hin, was ist denn mit den Leuten eigentlich passiert? Und hier hat man das dann halt drinne und man liest das und man erfährt das und das war richtig schön zu lesen. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, der vierte Teil war definitiv der beste für mich. So, Punkt. Mein Fazit zur Kalendergirl-Reihe ist, wer Bock hat auf eine erotische Geschichte mit wirklich viel Erotik, wer Lust auf eine taffe Protagonistin hat, wer Bock hat, viele verschiedene Orte kennenzulernen und eine Geschichte zu erleben, wie man sie so eigentlich nicht erlebt, weil sie wirklich total kitschig und übertrieben ist, der sollte sich Kalender Girl auf jeden Fall angucken. Also es ist jetzt keine Reihe, wo ich sage, die ist total grottenschlecht, aber sie ist für mich, wie gesagt, sehr durchwachsen gewesen und ich habe gerade dadurch, dass ich mit Mia nicht so warm geworden bin, hier einige Schwierigkeiten gehabt in der Geschichte. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich es nicht bereut, sie gelesen zu haben. Der Abschluss hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das Ende total toll. Und wer Bock auf so eine Geschichte hat, soll sich Kalender Girl auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe eine Kollegin, die liest gerade die neue Reihe von Audrey Carlin Trinity, den ersten Band. Da bin ich mal gespannt, was sie dazu so berichtet, ob der auch so schlimm ist wie Kalender Girl und so kitschig und so schmalzig und alles. Und ja, mal gucken, was die da so erzählt und ob es sich zu lesen lohnt. Ansonsten, wie gesagt, werde ich von diesen ganzen Erotikgeschichten dann in Zukunft oft mal Abstand nehmen und wieder mehr dem Adult-Bereich widmen. Das ist, glaube ich, echt mehr mein Ding. So richtig Erotik ist, glaube ich, nicht meins. Habe ich jetzt überhaupt noch richtig Erotikbücher drüben stehen? Ich weiß es nicht. Also wenn, sind es nicht viele, so 1, 2 Stück, wenn überhaupt. Das war meine Reihenvorstellung von Kalender Girl. Wenn ihr die Bücher auch gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne dazu unten in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.